Willkommen in Folge 5. Und zwar, das habe ich jetzt hier erstmal einfach nur hingestellt. Zum Essen ist jetzt da hinten ein Feld. Da soll später noch ein Bauernhaus hin. Das ist beabsichtigt, dass das so ein bisschen weiter weg ist, weil ich da dann wahrscheinlich noch einige Felder mehr hin tun wollte. Und das soll ja dann ja so ein kleiner Bauernhof werden. Und ja, hier habe ich ein paar Sachen gesammelt. Die Mine ist inzwischen etwas tiefer geworden. Ein bisschen Eisen haben wir schon eingesammelt. Das Neue ist ja jetzt mit der Schaufel. Ja, jetzt haben wir natürlich keine Schaufel dabei. Und zwar vorher konnte man ja hier mit der Axt oder mit dem Holzhammer, das geht jetzt nicht mehr. Mit der Schaufel geht es auch nicht. Mit der Schaufel kann man nur die Erde wegmachen. Die Axt bzw. den Hammer kann man jetzt gar nicht mehr benutzen. Wir können aber ganz gemächlich hier mit der Stein... Ah, wir haben keinen Platz. Das macht also nicht allzu viel Sinn. Ja, hier den Turm in der Mitte. Wenn es noch tiefer werden wird, hoffe ich, dass es nicht einstürzt. Hier ein kleines Geländer, damit man da nicht versehentlich runterfällt und sich verletzt. Ja, hier soll denn noch eine Steinwand. Oben sind Löcher drinne. Da war das Eisen bis ganz nach oben. Sieht aber eigentlich ganz interessant aus mit den viereckigen Dingern da. Könnte man so ein bisschen als Glasdach benutzen. Das soll aber alles noch zugemacht werden, damit man auch da nicht versehentlich reinfällt. So, das kann mal hier rein. Ein bisschen Eisen haben wir hier schon gesammelt, wie man sieht. Und ja, das dauert noch ein bisschen. Das sieht noch wie am Anfang aus, das kommt aber auch alles nochmal weg. Hier habe ich schon mal so ein bisschen das Grundgerüst gemacht. Hier soll die Bäckerei hin. Denn das ist ja auch irgendwie ein bisschen blöd, wenn es da alles so doof draußen rumsteht. Und hier soll dann die Schmiede hin, dass es auch alles mal so ein bisschen nach was aussieht. Bei der Bäckerei kommt aber der Mühlenstein nicht rein. Da wollte ich nochmal extra dann eine Mühle bauen. Müssen wir mal schauen, ob ich das hinbekomme hier mit den Windrädern. Aber wir können ja jetzt erstmal... Nee, können wir nicht. Wir brauchen Balken. Und dann können wir ja schon mal hier anfangen mit der Bäckerei. Ich benutze jetzt noch einen Holzhammer, da ich vor dem Update ganz viele Holzhämmer gemacht hatte. Weil ich eigentlich dachte, dass man damit buddeln kann, aber das hat sich ja jetzt mit dem Update geändert. Und deswegen wollte ich die erstmal aufbrauchen, bevor ich dann den Eisenhammer benutze. So, und hier sieht man jetzt auch mit den Zeichen Plus und Minus. Hier kann ich abbauen, aber hier kann ich nicht mehr aufbauen, weil dann sagt er mir auch, nicht genug Material... nicht genügend Material vorhanden.
Ich hoffe, wenn ich das denn leer habe, dass sich das dann auch wieder ein bisschen ändert, weil im Moment sieht es ja, naja, nicht ganz so toll aus. Ach, und eine andere Neuerung. Man kann jetzt entweder komplett das Inventar voll machen oder hier bei den Bären, dass man, gut, jetzt ist ein schlechtes Beispiel, Moment, hier, dass ich entweder komplett einmal das reinnehme oder wenn ich Steuerung drücke, dann die Hälfte oder mit Alt gedrückt dann einzeln und einfach nur ein linker Doppelklick, dann jeweils das, was da gerade ausgewählt ist. Finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Wir nehmen mal jetzt das mit. Und was mir auch noch aufgefallen ist, vorher hat er ja immer gemeckert, jetzt macht er es, dass er direkt dann die Holzbalken macht, ohne zu meckern, dass das Inventar voll ist. Dann können wir jetzt auch noch mal eins mehr mitnehmen. Könnten aber auch mal. Das brauchen wir jetzt nicht. Das brauchen wir nicht. So. Dann können wir hier noch mal ein bisschen mehr mitnehmen. Wir brauchen nämlich auch Stöcker. So. Das brauchen wir eigentlich auch nicht, die Spitzhacke auch nicht. Dann haben wir noch ein bisschen mehr Platz für Holz. Dann machen wir das hier nochmal. Dann können wir nämlich noch eins mitnehmen. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwas falsch mache, aber wenn ich jetzt hier eins von diesen Tierchen mit der Armbrust abschieße, und ich habe das vorher zwar noch nicht gemacht, aber ich bin der Meinung, dass es vorher dann einfach das Fleisch fallen gelassen hat. Und jetzt ist da irgendwie nicht allzu viel mit Fleisch. Ich habe geschaut, ob ich da mit der Holzaxt, also mit der Steinaxt, mit der Eisenaxt, ein Schwert habe ich mir extra gemacht, aber keine Ahnung, was ich da jetzt falsch gemacht habe, dass ich da kein Fleisch bekomme. Weil meine Nahrungsvorräte waren in dem Moment nicht mehr allzu doll und deswegen wollte ich Fleisch essen, aber das hat nicht ganz so gut funktioniert. Wenn das Feld dann fertig ist, wir brauchen Stöcke. Wenn das Feld dann fertig ist, dann werde ich wahrscheinlich auch überwiegend Brot essen. Vielleicht ab und zu mal einen Salat oder so. Mal schauen, ob das vielleicht ein Fehler ist und mit dem nächsten Update behoben wird. Keine Ahnung. Ja, das Holz ist schon wieder fast alle. Da reicht es nicht mehr. Also wie man sieht, das ist ruckzuck alle. Und man kann jetzt übrigens auch das Inventar schließen. Das ging ja vorher nicht, dann hat er da nicht weitergemacht. Was ich eigentlich auch ganz gut finde. Tja, das Ding ist auch schon wieder fast alle. Nur für das kleine bisschen, was wir hier bis jetzt gemacht haben. Ist ja eigentlich auch nicht dolle. Nee, das war beim Tisch. Was ja jetzt auch drin ist, das war glaube ich aber schon beim vorherigen Update. Wie so ein kleiner Transportkarren.
Aber das bringt uns jetzt auch noch nichts, da wir die noch nicht bewegen können. Da fällt mir ein, wir könnten aber eigentlich mal schauen, dass wir noch ein bisschen was erforschen. Ja, warum er das immer macht, das weiß ich auch nicht. Dass er da immer erst eine Ebene zu tief anfängt. Und dann gehen die Materialien eigentlich verloren. Was ja ein bisschen schade ist. Dauert zwar lange, aber man sieht ja, dass der Hammer ganz allmählich kaputt geht, nur vom Arbeiten. Leider habe ich eine ganze Kiste voll gemacht. Konnte ich ja nicht ahnen. Oder vielleicht haben sie es ja gesagt. Ich weiß es nicht. Aber ich finde es jetzt auch nicht so schlimm. Noch zumindest geht es eigentlich relativ schnell mit dem Bauen. Zumindest wenn man hier das Holzzeugs benutzt. So. Holz ist wieder fast alle. Wir können uns ja einmal das machen. Zweimal davon. Und jetzt brauchen wir Wände, Fenster, Türen. Schaufel haben wir dabei. Dass wir dann die Ecke hier schon mal wegmachen. Das war jetzt immer noch ein bisschen blöd mit dem Gras, das da zu sehen ist, aber Autsch. Ne, das will er nicht. So. Aber wenigstens kann man jetzt die Erde wegtun. Die müssen wir aber nicht mitschleppen. So, jetzt. Das einmal drehen. Nicht. Mal von außen angucken. So rum. Mal überlegen. Soll ja auch alles ein bisschen schick aussehen. Ja, das will er jetzt nicht machen. Hier ein Fenster. Hier soll der Ofen stehen, wo das Brot drin gebacken wird. Links und rechts ein paar Regale. Das heißt, da darf dann eigentlich kein Fenster sein. Obwohl, doch, das passt so. Dann kommt hier die Tür hin. Hier können wieder ein Fenster hin.
Das will er jetzt wieder nicht machen, weil er hier rummeckert. Das muss erst aufgebaut werden. So. Hier können... Ne, oder doch nicht? Okay, interessant. Hm. Oder da noch mal ein Fenster. Ja, komm, dann machen wir hier auch noch mal ein Fenster. Dann kommt aber hier. Nee. Da kommt nichts. Da kommt nichts. Da ist schon ein Fenster. Hier muss ja wieder die Wand. So. Da hinten fehlt noch eine Wand. Da dann der Ofen, links und rechts Bücherregale. Na, jetzt haben wir wieder kein Holz. Einmal was essen. Ein paar Sticks. Dann jede Menge davon. Dann sollte es hoffentlich reichen. Drei Schläge mit dem Holzhammer. Ich denke, dass das auch völlig in Ordnung ist. So lange dauert es ja dann... Hier wäre aber auch schick, wenn da noch mal ein Fenster wäre, ne? Wieso haut denn der so komisch? So, dann haben wir das schon mal geschafft. Da noch ein Fenster rein oder nicht? Nee, machen wir jetzt nicht. Bevor aber die Einrichtung kommt, sollten wir vielleicht einmal... Ja, wir machen jetzt hier so einen kleinen Dachboden. Kommt hier wieder eine Treppe hin. Hier werden wir wahrscheinlich wieder nicht von innen arbeiten können. Da brauchen wir Holztreppe. Dann kommt hier der Boden, na, Boden rein. Da die Treppe hoch. Das so lassen oder nicht? Können wir ja nochmal überlegen. Jetzt das hier erstmal zusammenhauen. Und wir haben schon wieder kein Holz mehr. Also der Holzverbrauch ist schon ziemlich enorm.
weiß gar nicht, ob die das jetzt nochmal geändert haben, dass man jetzt noch mehr Holz braucht. Ich weiß es gar nicht. Da die Treppe hoch. Aber so eine riesige Treppe wäre eigentlich auch irgendwie ein bisschen doof. Oder? Kann die auch nach da hinten? Na. Wenn hier nochmal das einmal drehen. Will er nicht. So ist sie aber nicht fest. Nee, das macht er nicht. Ganz gerne hätte ich, wenn... Ja, wenn sie so wäre... Aber das macht er nicht. Das noch einmal weg. Dann schauen wir mal, ob wir das mit der Treppe hier so hinbekommen. Dann ist sie aber schon so ein bisschen mitten im Raum eigentlich. Ja, passt schon. Ja, vielleicht hätte ich... Ach, jetzt haben wir gar kein Holz mehr. Vielleicht hätte ich vorher mal ein bisschen mehr Holz sammeln sollen. Aber dass das so schnell alle geht, hätte ich jetzt nicht erwartet. Das brauchen wir jetzt erstmal alles nicht. Dass wir jetzt wirklich nur die Axt haben und hier ein paar Bäume umnieten. Das schnell einsammeln und dann noch mal kurz das weiterbauen. Also hier lohnt sich das, finde ich, schon mit der Axt. Denn hier brauche ich 2 Schläge und mit der Steinaxt brauche ich 4 Schläge. Beim Holzhammer, finde ich, macht es jetzt nicht ganz so einen großen Unterschied. Da einmal Stöcker und den Rest können wir aus Balken machen. So. Ja, ich würde sagen, das passt so. Dann können wir hier nochmal... Wenn wir dazu machen, kommen wir wahrscheinlich nicht mehr nach oben. So. Da machen wir dann aber... Ja, oder? Nee, genau, da kommt eine Wand hin. Dann eigentlich auch nochmal eine Wand hin. Da kommen sowieso Wände hin, aber das machen wir mal von außen, dass wir das hier so ein bisschen anpassen können. Ah, nee, ich will die andere Seite. Mag er nicht, na gut.
Ja, dann machen wir, wenn das so, dann kommt das da. Ups. Also muss es so rum. Mal schauen. Das dann nochmal drehen. Dann kommt das so rum. Ja, oben werde ich jetzt auf die Fenster verzichten. Wieso kann... Denn... Obwohl... Naja, mal schauen, ob wir da jetzt Fenster machen oder nicht. Das muss einmal weg. Das war unten, also kommt das auch noch unten. Vielleicht da hinten, wo es da ein bisschen schmaler wird, dass da dann ein Fenster hinkommt. Das nehme ich auch. Ups. Na, wieso geht das jetzt wieder nicht? Manchmal will er das aber nicht wirklich drehen. Ich weiß nicht warum. Da geht nämlich auch die Sonne auf. Und da kann dann ein Fenster hin. So, dann... Genau, falsch rum. Dann kommt hier das Fenster hin. Und dann können wir auch... Naja. Vielleicht können wir es auch nicht, denn Holz ist schon wieder alle. Das vielleicht doch noch mal weg. Das hier nicht eine Mauer, sondern also nicht eine Wand, sondern so ein kleines Geländer hinkommt. Einmal Sticks und einmal Balken draus machen. Dann machen wir hier einfach mal weiter. Soweit wir kommen. Und das war's schon wieder. Oder vielleicht macht es eigentlich auch mehr Sinn, wenn... nee, lassen wir so. Jetzt nochmal schnell einen Baum umhauen, dass das Haus dann, oder zumindest die Wände fertig werden. Dach kommt dann auch... Dach kommt dann auch gleich noch drauf. Nee, das sind da Bären dran oder nicht? Ich würde sagen nicht. Also werde ich das auch nicht anfassen, da ich den Strauch sonst nur kaputt mache. Und das möchte ich nicht. So. Die Wände noch mal schnell fertig machen. Genau, wir brauchen erstmal ein paar davon.
Das ist auch noch nicht fertig. Das auch nicht, aber genau, jetzt ist alles fertig. So, dann können wir auch direkt mal... Nee. So. Noch eins weiter, oder? Ja. Da brauchen wir noch ein paar davon. So, dass man hier dann nicht runterfallen kann. Und jetzt brauchen wir ein Dach. Dann nehmen wir mal die 4. Was für ein Dach nehmen wir denn? Nur wahrscheinlich ein ganz normales. Hm. 3 Balken, 4 Sticks. Ja, dann würde ich sagen, nehmen wir das Holzdach, weil das einfach mal günstiger ist. Und wir werden dann auch noch das hier brauchen. Und als Gerüst nehmen wir uns einfach mal das hier nach hinten. Ja, ich würde sagen, das war's. Ich werde jetzt noch mal... Na, wir können ja auch mal... Habe ich das hier irgendwo drin? Nee. Das und das. Das einmal und... Ja, das war jetzt schon wieder intelligent. Ja. Nee, das passt da nicht hin. War schon wieder intelligent von mir. Warum will er das nicht machen? Jetzt. Ja, ich werde jetzt die Dinger hier einfach mal... Haben wir noch... Ja, können wir nochmal machen. Das hier einfach nochmal schnell aufbauen und dann Holz sammeln. Dass wir dann in der nächsten Folge... Ah, schade, ist zu wenig. In der nächsten Folge dann das Haus fertig machen können. Das dann auch direkt einrichten. Ich hoffe, na oder vielleicht mache ich hier noch ein paar mehr davon und dann werde ich mal richtig schön Holz sammeln. Das dann hoffentlich auch reicht. Wie sieht es da hinten mit dem Feld aus? Oh, sieht noch nicht fertig aus. Ja, ich werde jetzt Holz sammeln und in der nächsten Folge geht es dann mit dem Haus weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.